fly smooth, come on, biggest kid. We the future. Freunde, herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von unseren heißgeliebten Quick Games. Wir haben hier fünf Jungs und Mädels aus der 12. Stufe des Hugo-Junkers-Gymnasiums in Mönchengladbach. Ja, und die zocken heute gegen uns um 5 satte Mille, Freunde. Ja, wenn das nicht mal was ist, hier haben wir die jungen Dudes und Dudzens. Stell dich mal vor, wer bist du? Badr Nasrin. Und noch so, was machst du? Ich bin 18 Jahre alt, Hobbys, keine Ahnung, Fußballspielen manchmal. Hobbys, keine Ahnung, Fußballspielen. Zocken zum Beispiel. Was zockst du denn? FIFA. FIFA, okay. Ja, ich bin der Abu, bin 17. Was machst du so in deiner Freizeit? Ja, Fußballspielen. Also. Du bist der? Ich bin Filmer, ich bin 18, meine Hobbys sind Fußballspielen. Ey, was ist denn los da? Ja, hallo, ich bin Edja, ich bin 17 und ich tanze und lese gerne. Das sind dieselben Hobbys, die ich auch habe. Lesen und tanzen? Ja, Mann. Auf dem Kamin so. So, und jetzt haben wir die nächste Dame hier in der Gruppe. Ich bin Nida, ich bin 18 und ich lese auch gerne und treffe mich mit Freunden und gehe mit. Das ist doch mal eine super Sache. So, jetzt haben wir hier auf der Seite die liebe Nele. Nele, stell dich doch mal vor. Ja, ich bin Nele und ja, keine Ahnung, was noch? Ja, keine Ahnung, was noch? Sehr schön. Okay, ja. Weiter geht's. Mach hier mal da. Wesel? Wesel ist da. Herzlich willkommen. Jetzt haben wir hier den Javid. Javid, was sind deine Hobbys? Ich bin der Biber Barwin und meine Hobbys sind Darwin. Ja, und deine Hobbys kennen wir? Ich bin der Max, ich bin auch dabei. Meine Hobbys sind Lesen und Tanzen. Das war doch eine schöne Vorstellrunde. Wir zocken heute Bowling. Wir zocken heute Kegelbowling. Okay, wir zocken heute Cruiser Bowling. Wir haben hier unsere Bahn, ja? Jeder Teilnehmer hat 2 Kugeln, die er quasi über die Bahn rollen darf, ja? Und die Regeln sind eigentlich ganz simpel. Ich habe hier die 2 Kugeln, ich darf 2-mal werfen, so, ne? Hier mit dem Fuß ab der Linie. Die Gruppe mit den meisten umgeworfenen Cruiserflaschen gewinnt, ja? Also das heißt, jedes Team hat insgesamt 10 Würfe. Der liebe Göxel schreibt da hinten alles fleißig mit auf. Das ist unser Notar sozusagen. Er sieht zu, dass hier alles vernünftig abläuft. Die Regeln sind eigentlich alle selbsterklärend, oder? Habt ihr noch Fragen? Also Freunde, jetzt will ich eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck. 5, 4, 3, 2, 1. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, okay. Mann! Okay, dann zählt's. Und jetzt los, der Start ist hochkonzentriert und motiviert. Ja! Ey, Max, du mal kochen. Weißt du, was das Gute ist? Jetzt kommt Nele. Nele, die Gefühlvolle. Ja? Die zart beseitete. Immer. Jetzt sind die Mädels dran. Die beiden Geheimwaffen als letztes. Jetzt aber genau die Mitte kommt. Last man from the 4 Bro Crew. Was ist das? Mal gucken, ob er das macht. Also ich habe auf Mahi gezählt und dann macht ihr sowas schwach. Ja. Wie viel? Wir haben 28. 11, 18, 25, 28, 17, 19, 21 zu 28, Freunde. Du musst nur, also du musst Minimum 8 jetzt weghauen, damit das klappt. Oh, okay, okay, okay. 5 Stück hast du schon mal?
Winner, Winner, Chicken Dinner. Ich weiß nicht, was sagen, ich bin sehr traurig für dich. Ich schwöre sogar. Ich kann mich gar nicht freuen. Ich kann mich auch nicht freuen. Der mit den zwei Punkten freut sich am meisten. Ja, dann bringt mal die Goodiebags hier rüber. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Ja, ich hätte es der lieben 12. Stufe des Hugo-Junkers-Gymnasiums echt gegönnt, wirklich. Heute mal ausnahmsweise, sonst bin ich immer für uns. Heute wäre ich halt mal für das gegnerische Team gewesen, aber wir haben die abgezogen wieder. Also, die Jungs und Mädels haben heute das Game nicht für sich gewinnen können. Allerdings kämpfen die schon seit einem Jahr, ja, haben einen Instagram-Account erstellt, nehmen an diversen Challenges teil, ziehen durch. Und auch wenn die heute hier nicht gewonnen haben, kriegen die 5 Mille natürlich trotzdem. Auch wenn ihr heute um einen Punkt quasi verfehlt habt, Glückwunsch zu den 5 Mille, sag ich mal. Ne? Da kann man nochmal klatschen, oder? Was passiert denn eigentlich mit der Kohle? Was kriegt eure Stufe die dann? Ja, nee, wir brauchen das für den Abiball, weil wir sind eine arme Stufe. Ah, also damit wird dann quasi ein Teil eures Abiballs finanziert. Ja. Das ist doch mal ein gutes Investment, oder? Da ist doch das Geld gut angelegt. Ich denke, das wird ein cooler Abiball. Wir wünschen euch auf jeden Fall sehr viel Spaß. Wir wünschen euch auf jeden Fall auch sehr viel Erfolg für eure anstehenden Prüfung. Dankeschön. Zieht durch, ihr werdet alle bestehen, immer schön fleißig bleiben. Sehr geil. Wie viel hast du so gemacht? Sehr geil. Ja, Freunde. Und wenn auch ihr 5.000 Euro gesponsert bekommen wollt für einen Abschlussball, für einen Abiball, dann checkt unsere 4Bro-App ab. Geht auf den Button Abschluss-Challenge und dort stehen alle Infos genauestens für euch beschrieben. Dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ja, vielleicht seid ihr die Nächsten, die gegen uns antreten bei den Quick Games. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao, ciao.